Hallo liebe Wikinger-Freunde hier in Midgard. Heute wollen wir doch mal schauen, ob wir ja, vielleicht noch hier ein paar Werkstätten aufgerüstet kriegen, vielleicht ein bisschen weiterkommen, vielleicht auch mal ein bisschen Rüstung, wer weiß. Vielleicht kommen wir auch im Prolog etwas voran. Genau. Und da sind wir ja wieder schön zu dritt hier und schon kommt hier der Nächste und will uns ein bisschen auf den Sack gehen. Ach Quatsch, das war Nebencharakter auch, das ist ja... Wir haben hier extra diesen Platz für unsere Werkstätten genommen, einfach nur damit wenigstens ein bisschen was hier passiert, wisst ihr? Bisschen Herausforderung. Damit wir im Kampf nicht aus der Übung kommen. Genau. Und genau dafür brauchen wir auch die Nebenstatisten hier. Ich glaube, ich habe jetzt hier eine richtig kranke Idee, wirklich. Schaut mir einfach zu. Willst du die dort einbauen, hä? Na klar. Ich weiß nicht so ganz, ob die wirklich immer nur innen spawnen oder auch draußen. nee, das funktioniert. Aber das wäre schon echt krank, wenn das klappen würde. Das wäre auch richtig dämlich, weil du kannst hier ganz gut gemacht, du kannst in verschiedenen Höhen bauen, ne? Aber das ist halt nur die erste, ne? Da könnt ihr einfach drüber schießen. Ja, das stimmt. So, aber ich schalte hier mal kurz auf die Map. Also, der Erik ist ja der so ein bisschen mehr erkundet, sag ich mal. Und deswegen hier auch hier in dieser Arena oder an dieser Arena war, glaube ich, der Erik schon. Hier im Osten. Und hier oben im Norden am Wasser hat alles Erik schon aufgedeckt. Da finden wir auch Amethysten, hieße es. Da werde ich jetzt nämlich auch mal mit hochkommen. Übrigens, Schildhalter Stufe 2 ist jetzt gebaut. Ich habe dementsprechend gleich einmal das neue Schild gebaut. Und zwar das Plünderer-Schild, obwohl das Herzenschild auch recht hübsch ist, aber... Hilft das dir was auf dem Rücken? Nein, aber es ist schön anzusehen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich. Aber das Schild haben die... Achso, die haben alles... Okay. Die haben ja einen Skin für die Waffe ausgewählt. Deswegen ist unsere Waffe jetzt anders, aber kein für Schild, okay. Oder für die anderen Waffen. Unsere Waffe ist halt jetzt leider immer dieselbe immer noch. Ich kann dir halt nicht sagen, ob das irgendwie einen Unterschied macht, ob ich dadurch weniger Schaden bekomme oder so. Oder ich halt wirklich am Rücken geschützt bin. Das ist wirklich interessant. Also das, vielleicht findet man das ja irgendwann mal raus. Dann musst du dich beim nächsten Bogenschützen einfach mal mit dem Rücken hinstellen. Dich einfach mal abschießen lassen. So, ich mache mich auf jeden Fall jetzt mal auf in den Norden, sammle noch unterwegs ein Grasbüschel auf. Und da wollen wir uns doch mal das Wasser anschauen. Ich baue die erste Höhle. Du bist unsere Hausfrau, meinst du? Wobei, wollen wir es jetzt nicht treiben? Ja, so klang das aber gerade für mich, oder, Erik? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin leider keine gute Köchin. Du wirst dir schon Mühe geben, das weiß ich. Und wenn nee, dann fressen wir einfach dich. Die Pizza schiebe ich besser in den Ofen als jeder andere, sag ich dir wie. Auch meine Kreativität keiner Grenzen gesetzt. Ich habe einfach quadratisches Viereck hingebaut. Wow! Ja, aber ich glaube, so hätte ich auch erstmal angefangen. Aber da kannst du ja jetzt noch ein bisschen anbauen und ein bisschen verschönern. Nee, ein Anbau wird es immer kalt, ne? Deswegen. Du machst das schon. Du bist ja Bob der Baumeister in Midgard. Immer. Du bist der Bob bei uns. So. Jetzt ist es raus. Oh, schöner Wasserfall hier. Oh, mein Werkzeug ist kaputt gegangen. Mysteriöse Welle. Oh, ich habe noch keine Angel.
Warum habe ich noch keine Angel? Ist denn das Werkbank da unten? Bergbaustand. Ich komme ja gar nicht mehr zurecht. Ich finde das super, dass du aus Stein Feuerstein machst, aber wie machst du aus Feuerstein wieder einen normalen Stein? Das Melzen ist einfach krass. Ja. Du hast einfach den weißen Bastelkleber. Ja. Den hast du vielleicht geschnüffelt. Du. Manchmal muss man tun, was man tun muss. Mhm. So. Oh, was ist. Oh, eine Robbe! Oh! Jetzt sind hier keine mehr. Max kann nicht passen. Gott, das müssen wir doch wieder zensieren. Das können wir doch nicht zeigen, wie du krankes Schwein, wenn du dir am Robben klopfst. Doch. Was ist denn das? Aquamarine, aha. Hast du mich gerade Aquaman genannt? Du bist aber sowas von Aquaman. Genau so siehst du aus. Alter. Königskerze. Ui, schön. Aber ich hatte hier doch genau ein Frackes. Oh, was sind das für Kreaturen hier? Waldmannsei. Okay, keine große Herausforderung für mich. Oh, ich werde doch den Kran nicht klatschen. Zu schnell, nein, eins. So, was habt ihr denn hier drinnen versteckt? Bescheidener Schatz, Level 1. Saison-EP. Pinguine. Es gibt Pinguine. Pinguine, die fliegen können. Warum können Pinguine hier fliegen? Midgard ist sehr speziell und mystisch. Das würdest du nicht verstehen, Max. Oh nein, Alter. Was denn? Ich hab voll verbummelt, mein Bogen wieder heil zu machen. Das ist schlecht. Okay, im Wasser ist es kalt. Ja. Nicht nur im Wasser, auch außerhalb des Wassers. Wir brauchen 6-mal Fell für 1-mal Garn. Alright. Ich baue hier gerade alles zusammen und auseinander. Ganz fragwürdig, wirklich. Ich wäre hier fast auf. Oh. Hier kommt nicht zur richtigen Zeit. Ja, obwohl. Alles easy. Aber ich bin fast tot. Richtig easy. Jeder wie er verdient. Was? Sag mal, wir sind hier ein Lager. Ich komm jetzt zurück und versohle dir erstmal dein Hintern. Ja, was passiert? Ich gehe in die Mitte. Oh, der Max. Oh, hi. Ich hol mir jetzt eine Angel. Und dann angel ich oben an den Wellen. Ich bin auch so bei den Wellen angeln. Du hast schon eine Angel? Steinangel. Oh. Ich hab schon eine Steinangel. Oh. Du Schuft. So ging's mir auch. Da hast du die Angel an den falschen Ort gehalten. Was? Ich hab nur gehört, man soll da einen Wurm drauf spießen. Ach so, naja, hast du ein bisschen falsch verstanden. Oh, scheiße, aber das hat so schön gekribbelt. Na ja, gut. Das war richtig. Jeder hat andere Vorlieben, hä? Ja. Ja, schon musst du anfangen. Alter! Oh, ich sehe hier ein Haus!
Max ist einfach wirklich. Als würdest du gerade einfach so Zweijährige ansprechen. Oh, Alter. Boah, krass. Ja, man muss die Leute dafür loben. Wow. Ach, du meinst mein Haus? Ja, ja, dein Haus. Dann spreche ich ein bisschen krasser aus. So, ich bin gleich am Wasser. Oh, Hund. Schon wieder, weil ich alles weggehauen habe, oder? Was? Nee, eigentlich gehe ich gerade eben. Also ich suche besser gesagt einen Weg auf den Hügel. Ja. Was ist denn hier oben? Warum ist hier in der Barrikade? Mal die Barrikade. Seetank. Oh je. Bei meinen mysteriösen Dämonen. Ah, durch, wenn wir die Barrikade zerstören, kriegen wir relativ. Sein. Wir haben Schmiede, du kriegst Schmiedeeisen dadurch, noch ein paar andere Holzbretter, also verbessertes Konstruktionsmaterial. So. Habe ich vorhin auch schon gemacht mitbekommen, ich wollte aber mal schweigen, weil ich denke mir die Bilder. Nein! Sag mal, tot bist du, okay? Bist ja gar nicht mehr am Wasser. So ist das mit den Hoods. Ich würde mir jetzt ein bisschen Nahrungsmittel machen, aber mein Loot liegt woanders. Da ist er. Ey, hier ist ein Fußballtor, Alter. Was? Warum ist hier am Strand einfach ein Fußballtor? Aber wenn du mal Fußball spielen willst. Event. Event. Oh nein. Also. Darf ich kurz erwähnen, dass ihr gerade einfach alle das wiederholt habt, was ich gesagt. Wollen wir es nochmal machen? Event? Was, ein Event? Ein Event? Fußball spielen? Krass. Was, Fußball? Fußsporn? Mhm. Nee, mir gefällt noch nie. Gefällt dir nie? Ich gehe einfach rein, klaut in deren Schatz und dann gehe ich wieder. Alter, hier ist sogar. Hier ist sogar ein Ball, Alter. Oh, hat mich gesehen. Ohne Witz, hier ist ein Ball. Wilson. Und ich habe ein Tor geschossen, Alter. Uns kommt Feuerwerk. Also ist das wirklich mutwillig da? Was war denn das für ein Angriff? Übrigens, dass der Prolog-Boss, glaube ich, der Ries ist, den wir im Osten in der Arena gesehen haben, Max. Ich glaube, das ist unser Prolog-Boss. Ist auf jeden Fall ein riesiger Boss im Tümpelland. Und das kann schon sein. Sehr naheliegend, dass er das ist. Ich weiß nicht, von mir aus können wir mal probieren, ob wir da schon reinkommen. Gerne mal auf jeden Fall, aber ich glaube, wir kriegen richtig auf den Bobs, ne? Die kriegst du von mir auch. Ich würde sagen, Rüstung, ne? Rüstung für die Müstung. Ja, dann steht da was, ja? Ah ja, ach so, ihr könnt schon machen. Weißt du, du gehst hier ein Stück Richtung Süden, auf einmal steht hier ein ganzes beschissenes Dorf, Alter, Marvin, was geht denn bei dir? Leute, gute Nachrichten, wir haben ein Dorf. Ohne Fenster. Die gab es damals nicht. Muss ja warm bleiben unter der Bude. Ja, eben. Und was ist das hier? Also schaut es euch bitte an, was ist das? Dreieck. Heilige. Oram. Okay. Also beide. Da ist ein netter Freund hier.
Der wollte sich auf mich draufsetzen, oder? Wahahau. Okay. Oh, anscheinend, ne? Das war anscheinend ein normaler Boss. Den gekillt? Ja. Ja, ja. Das war ein anscheinend normaler Gegner, der ich so risse, Junge. Ach, wenn wir irgendwas abbauen, müssen wir dann wirklich nochmal neu aufwerten? Also kriegst du gar ja. nichts wieder? Ja. Ich habe hier bei mir... Ah, die Arena, die auf der Karte angezeigt wird. You know? I know. Warte mal, lass mich noch mal kurz was... Ah, ja, ah, genau. Das ist Yamsaga. Wie sieht denn der aus? Ah. Mach nicht so ein Ding hier. Was denkst du? 48.000 Leben? Wird auf jeden Fall ein sehr harter Stück grinden. Ja. Ich streiche erstmal meine Katze. Oh. Hey, was willst du hier? Oh, hier sind nochmal ein paar EP. Nee, irgendwas schon Stufe 3? Glaube nicht, ne. Hm, der Renner hat mehrere Eingänge. Das ist Ausgang, das ist ein Ausgang, hier kommen wir raus. Später. Ich hab hier einen Eingang. Hat jemand von euch was in die Tür gelegt? Glück schon. Hast du einfach schon 500 Schaden abgezogen? Ja. Alter, wie wissen wir jetzt hier runterkommen? Ja. Ja, aber den Kugeln kannst du wechseln. Was? Keine Ahnung. Uhu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 
Ah. Leute, jetzt sind sie erst in ihre große Form gegangen. Jetzt beginnt der Bossfight erst. Ich komme. Ich warte hier auf dich, Max. Kommt hier schon wieder so ein Fisser mir hinterher schön kam, also diese Schwenker immer, Max und ich hier übelst im Bossfight drin, übel am Abgehen, dann so dieser Schwenker zum Marvin, der dort gemütlich sein Häusle baut. Dieser Schwenker. Oh, jetzt ist ja so scheiß Lorsch unterwegs, Mann. Egal, ich bin gleich da. Alter, hier oben ist noch so ein Kacklorsch. Alter! Ich glaube, ich gehe wieder. Pass auf die Totems. Also während ich die Aggro ziehe, musst du gleich als erstes die versuchen, die Totems zu zerstören. Die machen nämlich so richtig Ärger. Jetzt schau. Was ist das denn? Sind die Totems. Ja, aber vorhin konnte ich die ganze Zeit ausweichen. Ich krieg dich nicht mal aufgehoben, so schnell wie die anderen. Ich find schön, dass ich immer die Akku krieg. Gefühlt. Sorry, ich nehm's an. Du kriegst klar unsere Akku. Okay, du hast gesagt, ich bin die Hausfrau. So. Ich komme. Ich hab eine Rune gejobbt. Thank you.
natürlich. Was hat denn das für eine Reichweite? Alter, wie die zu mir kommt. Ich mag's nicht. Oh, die Kugeln, ja, ich bin weg. Na, fuck. Alter, wie es Marks einfach gesprengt. Weißt du, was mein größtes Problem ist? Ja. Beide meiner Waffen sind gleich im Arsch. Verstehe ich. Universalschmiede und mit denen auch besser nicht. Das nicht? Ich repariere meine jetzt nämlich auch. Also, nein, na, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich hatte nicht genug Sehen gerade, scheiße. Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich bin auch gestorben. Und solange keiner dort im Kreis ist, regeneriert die wieder ihr Leben. Oh. Ach, Max, du bist ja gar nicht wiedergekommen. Nee, konnte ich nicht, weil ich weder gerade eine Waffe habe, noch Materialien habe, mir eine Waffe herzustellen, noch Sehen habe, um die zu reparieren. Und so schnell war ich auch gerade nicht. Selbst wenn ich direkt losgelaufen wäre. Nee, die bleibt bei ihrem Stand. Ja, echt? Ja, das ist gerade ein bisschen geheim. Das macht's ja echt easy, wenn die bei ihm stand bleibt. Ja, aber ich habe halt immer noch keine Waffe. Aber ich kletter. Ja, ich. Also ich bleib jetzt gerade mal hier noch. Ach klar, dort trifft die mich natürlich auch. Alter, die schießt auch nach außerhalb, ne? Ja. Und ja, die heilt sich, wenn man außerhalb ist vielleicht. Aber nicht das viel, das geht. Ist das ätzend? So, kann ich mir jetzt eine neue Waffe herstellen? Wie die einfach immer noch ballert. Ach, das ist das Tote. Oh Gott, Max, hier ist weiter links noch irgendwo einer, glaube ich. Ach, du liegst da. Ja, deswegen ist auch so. Komm so hoch. Nice. Habe ich den einfach geklatscht? Also ich habe mir eine neue Waffe, die ungefähr doppelt so viel Schaden gemacht hat wie meine vorhergehende. Und ich habe einfach reingehalten in die Alte. So, jetzt haben wir ja was gekriegt. Max, wenn er vom Weg zurückkommt, ich habe einfach reingehalten in die Alte. Hast du ein Problem damit? Nee, kannst du doch machen. Okay. Solange es nicht meine alte ist. So, ich habe 2 Points zum Vergeben. Ich sammle jetzt mehr aus Quellen, mehr Materialien. Oh. Da
Das ist doch mal sehr gut. Jawohl. So macht man das, Freunde. Aber. Der Hammer's gegeben, Erik. Aber hallo. Sprichst du eine Erik an, wirklich? Mit der flachen Hand im Nacken. Richtig cool. Teamarbeit, Leute. Da haben wir einfach so unverfroren die Titte geslappt, Alter. Hat die nicht mehr gemacht. Nee. Bootsanleger, jawoll. Herstellen. Jetzt können wir Boote bauen. Ich baue uns ein Boot, Jungs. Ich habe ein Boot. Ich habe ein Boot. Wollen wir an die See? Ja, wir gehen aber an die östliche See. An die östliche? Ja. Weil die nächste Arena auch im Osten liegt. Ah ja, stimmt. Da hinten. Also. Warum schweben hier oben Säcke? Weil ich was auch abgebaut habe, weil das so scheiße ist, wirklich. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass ich hier unten alles bauen kann, aber dann weiter oben kann ich es nicht bauen, weil ich zu nah am Terrain bin, wirklich. Am Terrain? Ah, da kriegen wir ein Goldhorn für die Trophäe. Für die Halogi, das ist wahrscheinlich der zweite, kriegen wir dann auch nochmal zwei Trophäen. Ah, so, okay. Also wir kriegen auf jeden Fall Trophäen. Und dann für Fenrir, Jörmungand und Surt kriegen wir nochmal spezielle Sachen. Geil. Da haben wir ja doch heute ein bisschen was geschafft. Der Marvin hat hier so ein kleines Dörfchen gebaut. Zwei Häuser sind schon fertig. Das dritte ist auch gerade in der Mache. Der erste Boss ist besiegt. Und da wollen wir es in der nächsten Folge doch mal Segel setzen, oder wie sieht's aus? Aber natürlich, wir müssen ja mal gucken, wo es Granat gibt, damit wir endlich besseres Werkzeug kriegen. Ja eben, einen schönen Granat und dann mache ich mir einen Granatapfel und baue mir Granaten. Und dann können wir den nächsten Boss viel einfacher machen. Dran, ne? Granatplätze müssen verdichtet sein. Genau, Granatplätze müssen verdichtet sein. Das ist die neue Devise hier. Also, liebe Freunde, schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Gehabt euch wohl und ciao! Ciao!